Ja, guten Morgen und willkommen zum dritten Tag hier in London. Und ja, gestern war es halt so echt cool. Da haben wir auch diese Stadtrundfahrt gemacht und haben hier Sightseeing und so gemacht. Und irgendwie, ja, das war ganz geil. London Eye 25 Pfund, bisschen teuer, aber es hat sich gelohnt, finde ich. War geil. Und heute machen wir nochmal so eine Sightseeing mit den Referaten und ja, gucken uns mal so die Stadt an. Ich bin auch mal gespannt, wo wir heute so landen. Wir sind hier gerade im Shakespeare Theater und ja, und guck mal hier, das sind solche, so, guck mal, das sieht cool aus. So aus der, ja, aus der Zeit, wo man. Was sind das? Ist das hier vom Theater halt, von damals oder von was ist das? Das sind Requisiten. Das Ja, das sind Requisiten von damals. Das sieht ja cool aus. Ja. Und hier kann man so runtergucken. Ja, genau. Und hier kann man so reingehen. Und das ist so ein Darkroom, der ist cool. Und dann kann man hier so auf die Leute blicken. Und dann sieht man hier so ein paar Leute. Ja. Ziemlich toll. Ja, das ist so Shakespeare, ne? Kennt er ja. Romeo und Julia und Macbeth. Und doch, dann sehen wir uns gleich wieder. Und hier sieht man nochmal so, ja, Kleider, die die damals so anhatten. Am Theaterstück, sowas hier zum Beispiel. Oh, da ist ein Totenkopf, ja. Wo? Da ist ein Totenkopf, seht ihr das? Das ist ja cool. Und dann hat man hier noch so. Und, ja, so. Das sind echte Sachen, die anderen sind nachgebaut. Und hier, das ist das echte Kleid der Queen Elizabeth, also was man damals benutzt hat. Schön abgelegen. Ja, steht da. Das ist cool. Und die hatten wir sogar in Deutsch. Wir laufen hier gerade durch Chinatown hier in London. Das gibt es ja auch. Und ja, ich zeige euch das mal. Hier seht ihr Chinatown. So, guten Abend hier aus London. Ja, der Tag hier ist schon fast rum. Und wir laufen jetzt wieder zum Hostel zurück. Ja, und wir haben viel gemacht. Dazu erzähle ich gleich am Hostel was. Und ja, also ist schon 9 Uhr. Und da ich am Hostel erzähle ich euch, was wir so alles gemacht haben. Und ja, der letzte Tag hier heute. Schade. Ich werde es ein bisschen vermissen, aber ich freue mich auch wieder auf zu Hause. Ja, und dann bis gleich. Hallöchen, ich soll ja erzählen, was wir heute so gemacht haben. Also ich bin jetzt erstmal durch diese Eat-Point-Läden gegangen und habe mir hier diese Pink Lemonade geholt, weil ich die so geil fand. Da ist zwar 62 Gramm Zucker drin, aber ich finde es geil und deswegen ist mir scheißegal. ja, und gut, jetzt bin ich wieder hier im Zimmer. Ja, was haben wir heute so gemacht? Sehr, sehr viel. Wir haben eine Sightseeing-Tour durch London gemacht. Ja, habt ihr ja in den Videos auch gesehen. Wir sind überall vorbeigekommen, Camden Markt und so. Und wir waren noch was essen und bei Victoria's Secret waren wir. Dann war also Oxford Street da um den Dreh, da waren wir alles. Und ja, wo waren wir noch? Also im Prinzip bin ich heute den ganzen Tag nur durch London gelaufen, weil wir von A nach B gelaufen sind. Genau, wir waren im Shakespeare Theater. Haben übrigens auch gesehen, dass 1984, also das Buch, was wir in Englisch gelesen haben, das gibt es ja auch im Theater. Sehr interessant. Also dachte ich mir so, wenn wir in London gewohnt hätten, hätten wir uns das locker mal angucken können. Ja, so haben wir es nur als Film gesehen, aber auch ganz geil. Ich habe mir wie jeden Abend wieder so einen schönen Joghurt geholt. Ich mag diesen Joghurt. Der kostet nur 1,25 und der ist richtig geil. Ich mag den, der ist voll lecker. Auch viel Zucker drin, aber ich mag Zucker. Hier gibt es zwei geile Kuchen, ne? Schokoladenkuchen und Eis auch. Eis ist richtig geil. Aber ich habe für ein Medium-Eis 4,50 bezahlt. Aber es war geil. Aber ich mag diese. Also das Eis ist geil, aber so teuer, ja, Pech. Ja, Urlaubsgebiet, ne? Ja, und schade, morgen geht's wieder zurück. Die Rückreise wird natürlich auch gefilmt. Deswegen wird jetzt alles hier noch so ein bisschen gepackt, so, ne? Ja, und morgen dann sehen wir uns in Gladbeck wieder in Deutschland. Oh Mann, da habe ich keine Lust drauf. Ja, tschüss.